Moin Moin Leute, jetzt ist mal wieder Zeit für eine Folge Nerdcheck. Die ist ja schon länger jetzt her und ja, diese Filme müssen auf jeden Fall noch rezensiert werden und das gibt's heute in diesem Format. Ja, diese wurden mir gestellt von den verschiedenen Filmverleihern, die immer dann hier stehen. Kostenlose Exemplare, unbezahlt. Ja, und natürlich meine Meinung, die natürlich immer so wie möglich, wie es geht, objektiv bleibt. Und ja, also ich beginne natürlich mit Peppermint Angel of Vengeance. Da ist er mit Jennifer Garner's Back, ein Rache-Thriller, der doch so eigentlich überzeugen kann. Er hat mich ein bisschen überrascht, FSK 16 aus dem Hause Universum Film. Ja, und das ist ein Film, wo man sagen muss, der schon ein bisschen cool ist. Sie ist wirklich zurück und auch durchtrainiert. Und von der Story her, schauspielerisch, geht das alles in Ordnung und hat mich überrascht. Und deshalb bekommt der Film von mir auch eine 6,5 von 10. Zweiter Film, Nussknacker und ich verreiche in einer anderen Version von Disney. Sag mal, ein bisschen Whitewashing ist drin. Der Nussknacker ist ein Afroamerikaner. Ja, gut, okay. Da kann man ein bisschen drüber hinwegsehen. Ist natürlich ein bisschen schade. Visuell ist es wirklich ein Kracher. Aber das bleibt auch dann das Letzte eigentlich, weil die Story kam sich nicht so richtig, kam nie in Fahrt. Ich sag mal, das Storytelling war auch nicht so pralle. Dann die schauspielerischen Künste waren auch nicht so sehr gut. Es bleibt alles, wie ihr das merkt, so ein bisschen hinter den Erwartungen. Deshalb bleibt das Ding auch Mittelmaß und bleibt bei 5 von 10. Nicht wundern, Assassination Nation, das war eine Pressedisc und ja, das Ding ist hier wirklich, wenn man Spring Breakers und The Purge in einer Version dieser irgendwie voraussetzt und so ein bisschen, ja, weiß ich, die Richtung da mag, dann ist das, seid ihr richtig bei diesem Film. Der Film ist wirklich ein Crazy Strangers Trip und es beginnt, sag mal, strange und es hört auch strange auf. Das Ding ist schauspielerisch, ja, solide, ja, Mittelmaß solide, so eine Art in diese Richtung. Storymäßig, es ist wirklich ein kranker Trip teilweise und ja, man muss es halt mögen. Das Ding ist, es ging in Ordnung, aber teilweise habe ich mir auch nur mal gedacht, okay, was haben die jetzt da für ein Ding geraucht? Aber auf jeden Fall bleibt das Ding so ein bisschen, ja, hier steht hypermodern und ultra brutal, es geht in Ordnung. Deshalb bekommt der Film von mir eine 5,5 von 10. Überrascht war ich bei diesem Drama, gibt den zwei Jungs ein Küsschen. Das ist ein Drama, wo die Mutter irgendwann krank wird und ja, es ist wirklich, Leute, ich war überrascht. Diese Story hier ist sehr interessant und vom Anfang bis Ende hat mich das überzeugt und sei es von der Story, Schauspiel und deshalb bekommt der Film von mir auch eine 7 von 10. Auch hier nicht wundern, Pressedisc, Hunter Killer, Jer Butler ist so ein bisschen, ja, der das noch hier das Ruder umdrehen kann, diesen U-Boot-Thriller. Das CGI ist ein bisschen nicht so pralle. Die Story geht in Ordnung, ist mal auch ab und zu mal spannend, aber er wird irgendwann auch ein bisschen zäh. Der flacht dann so ein bisschen ab und wo man dann denkt, okay, ein paar Plotholes. Es ist wirklich so, wo man sagt, man kann sich den mal ausleihen, kaufen kann man natürlich auch, wenn man sowas mag. Es geht in Ordnung, aber trotzdem bleibt der Film bei 6 von 10. Dann legt jetzt Disney neu auf 4K-Version von ihren MCU-Filmen. Hier sehen wir Captain America, The First Avenger. Ich habe den Film natürlich schon gesehen, jetzt hier nochmal. Der Film ist gut, ich finde ihn immer noch gut. Auch vor Avengers Endgame macht man da nichts falsch. Der Film bekommt auf jeden Fall eine gute Note für sein gutes Bild. Ist ja klar, ist ja eine 4K-Version. Gut, klar ist es nicht, aber auf jeden Fall kann man das hier empfehlen. Dann habe ich noch Suspiria geguckt, das Remake. Eine andere Version, ein bisschen hommagemäßig an diesen Dario Argento Film von damals, der natürlich auch in einer Tanzschule spielt und um einen Hexenzirkel geht. Ja, es ist so wirklich ein Trip, wo man sagt, man muss es auch natürlich mögen. Es ist teilweise wirklich auch spannend, gut erzählt, aber es ist auch manchmal, wo man sagt, okay, die Schere hätte mal ein bisschen angesetzt werden können. Es ist teilweise auch ein bisschen zu lang. Schauspielerisch geht das in Ordnung, ist manchmal auch sehr blutig und ja, wenn man das mal so nimmt, diese manchen schaurigen Szenen, das Ding bleibt bei 6 von 10. Ja, das waren so die Filme, die ich gesehen hatte. Mary Poppins muss ich noch sichten und noch ein paar andere Filme, die natürlich demnächst kommen. Aber auf jeden Fall habe ich hier noch einen Comic, eine Comic-Zeitschrift, natürlich von Lego, wo der Robin drin war. Die könnt ihr nochmal gerne angucken. Ihr wisst ja, ich bin vom Blue Ocean ja auch so ein bisschen Partner und auf jeden Fall kann ich euch diese Zeitschrift empfehlen, wenn ihr diese Figuren sammelt und so weiter. Da sind ja wieder Naked Comics drin und so weiter. Da kann man nichts falsch machen für 3,99 Euro.
Ja, Leute, ich hoffe mal, euch hat das Video wieder hier gefallen. Die Videos, die Filme und so weiter, die ich euch gezeigt habe. Wenn ihr natürlich noch Bock habt, guckt natürlich in ein paar anderen Videos rein. Lasst ein Abo hier und wir sehen uns natürlich demnächst nochmal wieder bei Nerdcheck. Mit anderen nochmal Formaten, soll ich was sagen. Mit anderen natürlich Folgen. Mit Sticker von Panini, die ich noch auf Lager habe, die ich euch nochmal gerne zeigen will. Und natürlich nochmal ein spezielles Thema, welches Problem jeder Filmsammler hat mit Editionen. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen, auch noch auf Lager. Und das kommt dann noch demnächst. Habt Spaß, habt Fun und bis dann und ciao und bam.